Hallöchen und willkommen zurück in Hanford on Bagley bei unserer lieben Kayla, unserer Teen Rags to Riches hier im Landhausleben-Pack. Ich habe soeben die Benachrichtigung bekommen, dass wieder ein neues Patch-Update eingespielt wurde. Vielleicht habt ihr darüber ja schon mal was gehört. Ich würde mal gerne zu Anfang von euch wissen, ob ihr euch für so Sims 4 News interessiert und ob ich da in Zukunft mal auch Videos drüber machen soll. Also lasst mich das schon mal gerne wissen. Jetzt springen wir erstmal in den Part rein natürlich. So, hier ist unsere gute Kayla, genau da, wo wir sie das letzte Mal zurückgelassen haben quasi. Sie sitzt hier immer noch an ihrem Lagerfeuerchen und macht sich ein paar gute Marshmallows, ne? Mm, lecker, lecker, lecker. Die hier kann sie ja einfach vielleicht auch gleich mal entfernen, weil, ne, die müssen auf jeden Fall weg. Ich möchte direkt auf ein paar Kommentare eingehen und wir werden auch ein paar Dinge heute in dieser Folge hoffentlich abarbeiten können. Und zwar hatte zum einen Vivis Pferdewelt geschrieben, erster Kommentar, voll das schöne Video, vielen lieben Dank, freut mich immer sehr. Und die Nina hatte auch geschrieben, toll, dass wieder ein Part kam. Ich gebe mein Bestes, Leute. Ich versuche es wirklich ja momentan. Oh, wir brauchen wieder Wasser. Wir brauchen wieder Wasser. Es ist mitten in der Nacht. Naja, es geht. 5.30 Uhr ist eigentlich auch schon die Zeit, um langsam fast aufzustehen. Oh mein Gott. Geh schnell aus dem Haus raus. Geh schnell einfach aus dem Haus raus und sammel dir ein bisschen. Wir können sie ja gerade mal angeln lassen. Da sie ja gerade schon hier draußen ist, kann sie ja jetzt gerade mal ein bisschen angeln. Muss sie heute in die Schule? Was haben wir? Sonntag? Nee. Sonntag ist supi. 2 Tage bis zum Unterricht. Ach geil, es ist sogar quasi noch Wochenende. Hervorragend. So, genau. Und auf jeden Fall hatte die Vampy Sims nämlich auch geschrieben, verkauft doch den Seance-Tisch, sonst wird das ja nie was. Oder zur Not halt raus in den Garten hinter das Haus. Solange der im Haus ist, macht die Geisterfrau immer Seancen. Es geht zu wie auf dem Geisterbahnhof. Ja, ich fühle mich auch auf jeden Fall wie auf dem Geisterbahnhof. Aber ich möchte das ganze Thema noch nicht aufgeben. Und ich habe es jetzt langsam auch endlich gerafft. Ich weiß nicht mehr, wer von euch es immer mir kommentiert hatte. Ich glaube, die Ramona war es oder so. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Ich hoffe, ich schmeiße euch nicht. Doch, Ramona war es, genau. Ich muss unbedingt gleich Gidri nach einem bestimmten Gegenstand fragen. Und dann haben wir zumindest schon mal keinen Ärger mehr mit Temperance. Aber dazu dann gleich mehr. Und ich möchte das Thema noch nicht aufgeben. Ich möchte es noch nicht aufgeben. Wir kriegen das hin. Ich bin unsichtbar, weil wer unsichtbar ist, kann selbst entscheiden, wer er sein will. Ja, das ist wahrscheinlich true. Okay, wir lassen jetzt hier aber auf jeden Fall ein paar Fische fangen. Oh mein Gott, unser Inventar ist so... Ach, das sind noch Lebensmittel, ne? Und da kommt wieder Nugget angerannt. Nugget, Nugget, du Süßer. Na, du kleines Hündchen. Wie geht es dir mit deinem kleinen Süßen? Ermutigen, mit Kanonen auf Spatzen zu schießen. Warum nicht? Kontakte knüpfen. Können wir mit Nugget spielen? Spiel doch mal eine Runde mit Nugget. Haben wir jetzt eigentlich schon mal einen Fisch gefangen? Okay, ich lasse sie mal mindestens einen Fisch fangen. Das wäre schon nicht schlecht. Juhu, wir haben einen Fisch gefangen. Yeah. Weil die können wir ja auch essen. Und wir haben irgendein Spielzeug gefangen. Das können wir auf jeden Fall gleich verkaufen. Das ist super. Sie isst hier draußen einfach Käse. Okay, und sie ist ultra stinkig. Nugget ist inzwischen wieder weggelaufen. Kann ich auch verstehen. Das ist halt tierisch langweilig. Dann geh halt einmal in die Dusche. Und da müssen wir später mal gucken, wenn Gidri wieder auftaucht, dass wir das auf jeden Fall erledigen, was ich da ganz gerne erledigen möchte. Leute, ich habe so unfassbar geilen neuen Custom-Content gefunden für genau dieses Let's Play. Der ist wirklich richtig geil. Aber da müssen wir gucken, wann wir hier die ersten Sachen sozusagen verbessern können. Ne? Das machen wir dann auf jeden Fall. Oh, Sophia Bjergsen. Wir fänden es toll, wenn unsere Gruppe die Idole beitreten würdest. Was sagst du? Nee, die Idole finde ich jetzt irgendwie nicht ganz so passend. Ne? Also finde ich nicht so hundertprozentig, ne? Oh, es gammelt irgendwie alles vor sich hin. Egal. So, wir kümmern uns jetzt erstmal wie gewohnt um unsere Tierchen. Ja, das ist ja wichtig. Und es ist Flohmarkt in San Myshuno. Nee, da gehen wir nicht hin. Wer hatte das denn geschrieben?
Also, ich fange erstmal nochmal weiter auch von oben an. Die Birgit ist auch einverstanden, dass wir das mit den Fähigkeiten halt machen. Also, das heißt, höheren Level der Geschicklichkeit, desto besser sind die Sachen in Schuss. Da könnten wir dann zum Beispiel halt auch noch einen weiteren Stall irgendwie bauen oder so und können dann halt noch einen Lama dazu holen. Ja, Bertha, das ist geil, ne? Guck mal, wie die Chickens hier rumliegen, das ist so süß. Genau, und das heißt, da können wir dann so ein bisschen auch diesen Farmbereich halt pimpen. Oh, Rahul. Hey Süße, wollen wir uns heute verabreden? Ich kann warten, bis du fertig bist. Das ist ja vom Slice of Life, das ist ja ein Rabbit Hole. Also das heißt, wir können das nicht aktiv spielen, sondern sie verschwindet dann einfach. Deswegen finde ich das für jetzt gerade irgendwie doof. Wir laden ihn später einfach so mal ein. Ne? Oder vielleicht ruft er sowieso noch weiter an und kommt dann halt eh vorbei. Ne? Genau, werden wir das dann so Stück für Stück machen. Wir haben da ja noch ein bisschen an den Skills zu arbeiten, aber es sieht auch eigentlich schon ganz gut aus. Also Gartenarbeit werden wir, glaube ich, noch vor Geschicklichkeit definitiv erfüllt bekommen. Sind jetzt eigentlich alle Hühnchen drin? Ja, ne? Weil irgendwer hatte mir das nämlich auch geschrieben, Tür abschließen für alle Hühner. So. Jetzt kommen nämlich auch die Hühner nicht mehr raus. Also nur alle Tiere reicht nicht. Man muss auch nochmal explizit sagen, alle Hühner. So, haben wir das auch geklärt. Da ist auch alles super. Ey Leute, ohne Scheiß, wir haben es wirklich mal im Griff. Dann kannst du dich ja mal noch mit dem Häschen hier unterhalten. Ne? Das ist ja Blümchen. Genau, das ist Blümchen. Achso, nee, einstellen? Nö, 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 nö. Der soll das ruhig schon weitermachen. Können wir ihm ein Geschenk? Wir können ein Geschenk annehmen. Blümchen, was schenkst du uns? Kim, ich... Nee, ich gehe nicht mit dir auf den Flohmarkt, Kim. Was gibst du uns? Blümchen? Hast du was Schönes für uns? Gucken wir sofort gleich rein. Wir können Blümchen auch ein Geschenk geben. Was mag Blümchen denn? Achso, wir können doch, glaube ich, auch irgendwo nach Präferenzen fragen. Mal gucken, ob das uns das verrät. Feuermilch. What? Oh mein Gott, wir können einfach Feuermilch machen? Wie geht das denn? Kürbisleckerchen, Kokettes. Wir können auch so viele Leckerchen kochen. Wir müssen das alles noch machen, Leute. Wir werden das auch alles noch machen. Gesund, fischig, Freundschaft, würzig. Zubereitung am Kühlschrank. Mitternacht, Regenbogen, Schoko, Veggie. Könnte vielleicht würziges Leckerchen das sein? Wir können ja schon mal gerade gucken. So, Eis hinzufügen. Machen wir auf jeden Fall mal. Hier Leckerchen. Würziges Leckerchen. Könnten wir machen mit dem würzigen Pilz und beliebigem Gemüse. Dann machen wir das doch einfach mal. Wir haben das ja bisher kaum erkundet, also bin ich absolut dafür. Und das kann sie dann danach einmal aufräumen. Genau, währenddessen will ich nämlich noch weiter in eure Kommentare gehen. Die Juna April hatte nämlich auch noch geschrieben, sie hat sich voll in diese Reihe verliebt. Sie hat davor noch nie, also fast nie Let's Plays geschaut, aber je nach ist sie irgendwie absolut süchtig. Also ganz, ganz lieben Dank, das ist ein Riesenkompliment für mich. Also... wow, finde ich echt super cool. Ich muss ja sagen, mir macht diese Kombination halt auch einfach mega Spaß. Oh, super geil. Wir erfüllen damit ja auch unser Bestreben. Jawohl, dann machen wir direkt noch ein paar Leckerchen, ne? Tierleckerchen zubereiten. Kürbisleckerchen machen wir auch. Weil da gibt es nämlich Kürbismilch. Geil. Und nochmal ein Freundschaftsleckerchen. Oh, da können wir super viele von machen. Machen wir, weil dann geht es unseren Tieren besser. So, jetzt kann sie erstmal Leckerchen machen. Genau, und also vielen lieben Dank. Die Kombination halt aus all diesen Herausforderungen ist halt auch ziemlich nice, muss man sagen. Es macht mega Spaß. Und wir kriegen das auf jeden Fall hin. Ich bin so ein bisschen am Überlegen. Sie hatte sich ja mit einer der Katzen auch sehr stark angefreundet. Ich glaube, mit Snacks war das. Nugget Chico, Snacks, genau. Eine männliche, erwachsene Katze. Wir können ja gucken, wenn Snacks weiter auftaucht, dass wir sozusagen halt weiterhin mit Snacks einfach interagieren und dann auch gucken, dass wir die Freundschaft mit ihm so weit ausbauen, dass wir ihn dann adoptieren können. Und dann wird er einfach unsere eigene Hauskatze. Und wenn wir das erreicht haben, können wir ja das Merkmal Katzentreffpunkt abschalten. So, dass das quasi der nächste Step wäre. Also wenn man dann halt sozusagen eine Katze adoptiert, dann machen wir den Katzentreffpunkt weg. Ich glaube, das ist auch immer so ganz nett, halt diese ganzen Herausforderungen sozusagen halt Stück für Stück halt gekoppelt an Fortschritte einfach dann aufzulösen. Also finde ich zumindest. Dann machen wir nochmal ein weiteres Kürbisleckerli. Sie ist verdammt müde. Haben wir noch einen Schlafersatz? Da ist die Feuermilch.
Das ist die Feuermilch. Aber, Moment. Notizbuch öffnen. Ich möchte mal gerade gucken, was man damit machen kann. Füttere eine Kuh mit einem Tierleckerchen, wird sie, damit sie beim Melken Feuermilch gibt. Glückliche Kühe liefern mehr, ja. Feuermilch brennt, wenn sie die Kehle hinabrennt, aber sie brennt noch mehr, wenn sie auf dem gleichen Weg zurückkommt. Okay. Gut. Wir können ja aber Bertha mal gleich das würzige Leckerchen geben. Und dann bekämen wir ja als nächstes diese Feuermilch. Und dann können wir die ja an Blümchen geben. Als Geschenk. So, ich guck mal gerade, was haben wir hier für Stuff. Also die Milch kommt in den Kühlschrank. Die kleinen Kürbisse ebenfalls. Was haben wir hier? Mehl muss doch ebenfalls in den Kühlschrank. Und das hier sind noch 2 normale Eier. Ebenfalls da rein, bitte. Den Fisch ebenfalls, damit wir den dann auch zubereiten können. Und dieses wundervolle Tierchen da, 85 Simoleons, Kitsching, das verkaufen wir. Die Ersatzteile möchte ich jetzt ganz gerne auch mal ein bisschen behalten, damit wir tatsächlich ja auch vorwärts kommen, sozusagen. Hat sie das jetzt gemacht? Nächstes Produkt, Feuermilch. Geil. So, ist Blümchen gerade irgendwo in der Nähe? Nö. So, Kayla hat sich hingelegt. Ist in Ordnung. Sie kann jetzt ruhig mal gerade ein kleines Nickerchen machen. Dann packe ich den lieblichen Pilz auch noch wieder in den Kühlschrank. Und das ist dann auch fein für mich. Können wir eigentlich das Ding... Ah ja, wir können es da hinhängen. Super. Hängen wir einfach hier das zweite Dings da. Hier. Band für die Teilnahme am Eierwettbewerb. Hängen wir einfach noch ins Schlafzimmer dazu. Sieht doch schön aus. So, okay. So viel dazu. Wir sind schon mal gut dabei, muss man sagen. Also es läuft. Es geht ja ansonsten zwar bescheiden, aber es läuft. Ich lasse sie da jetzt ihr Nickerchen erstmal fertig machen und gucke da währenddessen nochmal kurz in die Kommentare. Nämlich die Ramona hat mir auch ganz viele Tipps immer noch wieder zu dem ganzen Gespuke hier und so gegeben. Und ich habe inzwischen, gestehe ich, auch mal privat in einem Let's Play mit einem Spukhaus gespielt, um ein bisschen besser klarzukommen. Da funktioniert es leider Gottes wesentlich besser als in diesem Let's Play. Aber hey, wir kriegen das hin. Es soll ja vielleicht auch ein unterhaltsamer Struggle sein, ja? Also ist ja auch in Ordnung. Ich möchte es mir nicht zu einfach machen. Und sie hat dann noch geschrieben, Hust, rede doch endlich mal mit deinem Häfelein über deinen unerwünschten Hausgeist. Also das werde ich auf jeden Fall machen. Und es geht ja um diesen Fruchtbarkeitsgötzen, den wir bekommen müssen von Gidri. Und das werden wir auf jeden Fall gleich irgendwie versuchen hinzukriegen, ja. So, dann geh halt mal auf die Toilette. Wunderbar. Und danach kann sie sich ja irgendwas Geiles zu essen machen. Wow, was eine lange Liste. Pilzsuppe it is, habe ich das Gefühl. Huh? Pilzsuppe, zauberhaft, sattgrün. Ich weiß ja gar nicht, ob die überhaupt irgendwelche Auswirkungen haben. Wir machen mal die liebliche. Why not? Also das läuft auf jeden Fall, wenn sie jetzt gleich den Hunger aufgefüllt hat. Wie sieht es denn eigentlich aus hier? Wir haben wieder genug Punkte, dann kann ich hier eigentlich auch einen Schlafersatz holen oder zwei. Einmal, zweimal. Und dann können wir tatsächlich Raoul vielleicht ja noch einladen, auch heute nochmal eine Nacht hier abzuhängen. Das wäre doch was. So. Na, das sieht doch hervorragend aus, Kayla. Also ich glaube, das wird eine lecker schmecker Pilzsuppe. Von was bist du eigentlich gestresst? Kurz vor dem Ausbruch. Der ganze Stress bringt mich noch dazu, abzuhauen. Kind, wohin willst du abhauen? Und renn nicht durch den Kühlschrank. Oh mein Gott. Er ist einfach schon von alleine gekommen. Wieso habe ich das bloß geahnt? Hello, boy. Schön, dass du da bist. Wir hätten dich im Viehstall herumschmusen. Wir können ihm ja auch mal den Wohnungsschlüssel geben, weil ich finde, die zwei wären so an dem... Wieso rennt sie durch den Kühlschrank durch? Guckt sie euch an. Okay, sie braucht irgendwie... Hat sie ihm jetzt den Wohnungsschlüssel gegeben? Mach das doch bitte mal. Ja, super. Dann trink mal noch schnell den Schlafersatz, dann bist du nämlich auch wieder fit. Und dann können wir ihn ja auch direkt mal einladen, über Nacht zu bleiben. Schaut es euch an. Jetzt haben die zwei hier einfach Spaß. Er zeigt ihr so ein paar coole neue Apps oder irgendwelche Memes oder so. Irgendwelche lustigen TikToks, I don't know, was Teenies halt so machen heutzutage. Und ja, er möchte natürlich gerne bleiben und das finde ich sehr schön. Super. Dann können die zwei ja noch ein bisschen schnuggelig mit einem Freundschaftsring tauschen. Finde ich so süß, ne? Ich glaube, das werden wir noch machen, so kurz bevor die beiden zu jungen Erwachsenen werden. Ich weiß gar nicht,
Dafür müsste ich wirklich mal bei Raoul reingucken. Wir gucken mal schnell. Okay, 32 von 52. Also er hat auch auf jeden Fall noch einiges an Teenagerzeit vor sich. Ich habe immer so Angst, wenn ich da reingucke, dass man irgendwas sieht, was man nicht sehen möchte. Und sie ist bei Altersstufe, okay, Tage 28. Perfekt. Also das heißt, die zwei haben noch schön viel Zeit. Das ist doch toll. Finde ich super. Wieso ist sie die ganze Zeit so gestresst? Stimmungsschwankungen. Oh mein Gott. Gute Manieren. Oh, wie toll. So, er knallt sich schon in eine Kiste oder was? Ist ein bisschen früh, hä? Also wir sind ja eigentlich keine Rentner. Können wir dich wieder aufwecken? Also sorry, das ist mir ein bisschen früh, hä? Dann können die zwei sich ja mal gemütlich hier auf das Sofa schnubbeln. So wunderschön beim Kaminfeuer. Und sie, es ist halt voll ihre Periodenzeit, ne? Das merkt man überhaupt nicht, aber okay. Können wir dich hier irgendwie knuddeln? Ey, bleibst du sitzen? Naja, er hat ja richtig Laune, hä? Großartig. Ich mach mal kurz eine Kleinigkeit. So, und zwar habe ich der Guten jetzt gerade erstmal ein paar Dinge besorgt. Und zwar die Antibabypille und ein paar Menstruationsprodukte, damit wir hier vorbereitet sind. Weil ich will noch nicht zu früh Kinder haben. Ja, sie hat jetzt schon mal die erste Pille genommen. Ich denke, sie ist in dem Alter. Und ich denke, es ist wahrscheinlich auch demnächst an der Zeit, dass sie hier mal ein bisschen mehr romantische Stimmung bekommen. Sehr schön. Was brauchst du ansonsten noch? Eigentlich gar nichts mehr. Und welche Katzen sind sich hier am Chico und Bacon? Also ihr zwei, ne? Ganz ehrlich, ganz ehrlich. Mein Gott, es ist 20.45 Uhr. Können wir noch Hausaufgaben machen vielleicht für morgen? Hallo, hörst du bitte auf? Danke. Kannst du dir bitte wieder was anziehen? Kannst du... Okay, sie sitzt jetzt einfach hier. Oh, das geht wie. Sehr, sehr, sehr gut, dass er noch auftaucht. Sehr, sehr gut. Um Hilfe bei den Hausaufgaben bitten? Ernsthaft? Oh mein Gott, ja, bitte. Unser guter Hausgeist. Und sie ist einfach im Fokus. Großartig. So, Gidri, mein Freund. Und zwar, jemand Schreckliches ist aufgetaucht. Hilfe. Das ist das, was wir klicken müssen. Und dann haben wir das Temperance-Problem gelöst, Leute. Aber wir lassen sie natürlich erstmal gerade die Hausaufgaben fertig machen. Wunderbar. Sie läuft einfach nagisch hier rum. Aber hey, Gidri ist halt ein Geist, ne? Der guckt halt eh weg. So, und jetzt bitte. Ah, das ist dieser böse Geist, diese Temperance. Die macht hier immer irgendwas, damit hier so böse Geister auftauchen. Und da ist der bizarre Götze. Der paranormale Ermittler Claude-René Duplantier Gidri, einen dieser bizarren Götzen von seinen Nachforschungen im Spukmuseum im 19. Jahrhundert mitgebracht. Er fand heraus, dass er besonders gemeine, übernatürliche Wesen, einschließlich Temperance, abwehrt. Wenn du nicht weißt, wer Temperance ist, wirst du es früh genug herausfinden. Und du solltest einige dieser Götzen bei dir halten, wenn dieser Zeitpunkt gekommen ist. Sie mag sie nicht und sie mögen sie auch nicht. Wie bizarr. Sehr schön. So, wir werden das gute Ding jetzt erstmal direkt hier in den Hauseingang stellen. Einfach direkt so plakativ. Hallo Temperance, ciao Temperance, ja? So, also, das heißt, einen haben wir, das heißt, kriegen wir tatsächlich mehrere davon. Das habe ich zwar bisher noch nicht ausprobiert. Tatsache, dann fragen wir direkt nochmal nach einem zweiten. Super. Ah, die sind schwer zu bekommen. Wenn du Glück hast, kannst du einen von einem Geist schibitzen. Denke daran, wenn alles scheitert, kannst du immer noch deine Mediumfähigkeit nutzen, um Bonehilda am Seance-Tisch zu rufen. Yes, 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 yes. Okay, okay, okay. Müde ist sie halt nicht im geringsten. Deswegen können wir vielleicht mit Gidri zusammen eine Seance durchführen. Und Moment, ich ziehe ihr jetzt gerade mal kurz was an. Das irritiert mich hier einfach. Besser. Sehr viel besser. Super. Bitte sei erfolgreich. Und Raoul schlummert ganz gemütlich. Den juckt das alles nicht, ne? Sehr gut. Das hat funktioniert. I love to see it. Das gefällt mir. Sehr, sehr schön. Okay, jetzt können wir hier gerade nichts mehr machen. Ach, wird bereits verwendet. Okay, dann warten wir mal noch kurz. Weil dann könnten wir vielleicht auch Bonehilda das erste Mal herbeirufen. Ich würde es nämlich super gut finden, wenn das noch geht. Bonehilda! Yay! Boney, Bonehilda, Bonehilda. Okay, jetzt schauen wir mal, ob das funktioniert.
Da ist sie, 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 da ist sie. Da ist Brunhilda. Oh mein Gott, da ist sie. Oh, so cool. Das sind so die richtigen alten Sims-Vibes einfach. Es ist so cool, dass Brunhilda durch dieses Pack halt wiedergekommen ist. So, ich würde sagen, wir stellen uns jetzt natürlich erstmal freundlich vor bei Brunhilda, weil hallo, wir müssen sie unbedingt kennenlernen. Geil. Richtig, richtig cool. Super gut. Okay, jetzt ist sie allerdings doch ein kleines bisschen müde geworden. Oh, wir können... Wollen wir schon? Ja, komm. Ich bin ja jetzt vorbereitet hier. Kannst du das mal bitte alles lassen und jetzt mit deinem Boy ein bisschen rumschmusen? Wir lassen die Geister da mal abhängen. Das erste Mal rumschmusen. Uiuiuiuiui. Okay, sehr gut. Vorbildlich. Vorbildlich, der Junge. Sehr schön. Ein Traum. Okay, und sie geht direkt pennen. Kann ich irgendwie nachvollziehen. War es denn wenigstens angenehm? Angenehme Spielerei. Es ist unvergleichlich, mit seinem Freund oder seiner Freundin rumzualbern. Ich glaube nicht nur, dass ihr rumgealbert habt unter der Kamera. Okay, wunderbar. Haben wir das doch auch soweit geklärt. Ich glaube, einfach alles voll. Komplett voll, die Beziehungsleiste. Aber wir kennen ihn noch gar nicht so gut. Wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir verliebt sein ist einfach wunderschön. Oh ja, das ist es auf jeden Fall. Also müssen wir auf jeden Fall mal gucken, dass wir die anderen Merkmale von... oh mein Gott, wie viele Leute wir einfach kennen. Ich glaube, ich hatte selten einen Sim, der so viele Leute schon kennt. Und sie ist gerade mal ein Teenie, ne? Wow. Amazing. Okay, so, es geht ja auch dann gleich schon bald in die Schule. Jetzt chillt halt einfach Raoul hier so ein bisschen rum. Brunhilda ist noch da. Brunhilda ist halt einfach Träumchen, ne? Ich weiß noch gar nicht so richtig, was wir alles mit... Oh mein Gott, habt ihr das gesehen? Ihr zwei? Hallo? Was geht denn da im Jenseits? Hä? Was ist denn da los? Da haben wir aber scheinbar hier eine Sache auf der Spur. Der Gidri und die Brunhilda. Ich sehe das schon. Interessant. Ja, die Tascha hatte noch geschrieben. Sie macht eine Phase durch. Ja. Du mach mal eine Phase durch. Ist in Ordnung. Kayla ist heute die Geschenkefreundin von Raoul. Er freut sich, Kayla als Mitglied der Gemeinschaft ein Geschenk zu machen. Wenn Kayla die Tradition fortsetzen möchte, sollte sie einem Bewohner von Hanford und Bagley ein passendes Geschenk machen. Oh, wie süß. Dankeschön, wer auch immer gerade mein Grundstück geliked hat. Wie süß. Was haben wir denn gekriegt? Oh, Himbeeren. Oh, wie geil! Die müssen wir sofort einpflanzen. Haben wir hier noch irgendwo Platz? Oh mein Gott, das Grundstück wird immer kleiner, Leute. Ich sage euch, wir müssen hier auch dann zügig hier tatsächlich umbauen. Aber das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. So, dann kann sie ja mal hier noch hinkommen und auch alles verkaufen und alle gießen. Super. Da ist Blümchen. Da ist Blümchen, Blümchen. Geschenke. Geschenk geben. Getränk geben. Feuermilch. Yes. Komm, das schaffst du noch vor der Schule. Super. Ja. Warte. Super geil. Drei Geschenke an Füchse, Hasen oder Vögel geben. Cool. Es läuft ja richtig bei uns. Mega nice. So, Bertha, du siehst stinkig aus. Dann melken wir sie auch direkt nochmal und geben ihr einfach mal ein Leckerchen oder irgendwas. Oh, Viehstall muss gesäubert werden. Natürlich. Like every day. Jeden Tag das gleiche. Und wir brauchen da, glaube ich, schon wieder neues Futter in der Nähe. Sehr schön, sehr schön. Und hier chillen einfach alle mit uns. Ich find's so toll. Und da ist irgendwas... Blinky Blinky, ready, um es abzugraden. Und unsere Warteschlange ist voll. Ja, hervorragend. Okay, sie muss in die Schule. Ist in Ordnung. Wir kümmern uns um den Rest, wenn wir wieder zu Hause sind.
So, während wir gerade in der Schule sind, chillt auf jeden Fall Raoul hier noch rum. Ist in Ordnung. Er ist auf jeden Fall noch da, kann er ruhig sein. Stört uns nicht weiter. Die Sascha hatte noch geschrieben, dass man auch, also erstmal wieder ein sehr schönes Video, vielen lieben Dank, und dass wir doch mal versuchen sollen, ihr Meditieren beizubringen, weil das halt vielleicht auch gegen die Angst helfen kann. Finde ich auch eine super gute Idee. Oh, da ist der Postbote, das heißt, es gibt neue Rechnungen, ne? 580, oh, damit können wir auf jeden Fall gut leben. Raoul ist weg, kann ich verstehen. Ist in Ordnung. Also ganz ehrlich, cashmäßig sieht es wirklich super gut aus. Das heißt, wir könnten ihr wirklich gerne diesen Meditationssitz da besorgen. Können wir ja in dieser Folge noch machen. Und die Claudia hatte auch noch geschrieben, dass dieses Gruselhaus einfach der Hammer ist. Und sie findet es halt auch cool, dass wir die Botengänge machen. Sie hat das bisher noch nicht so bei sich im in ihrem privaten Let's Play, denke ich mal, hinbekommen. Das macht aber tatsächlich Spaß, weil man kann halt wirklich so ein bisschen mehr auch noch entdecken, und wir werden die auch alle nach und nach auf jeden Fall erfüllen. Und die Sophie ist wieder da, nämlich nach langer Zeit hatte sie wieder die Zeit, hier mal reinzuschnubbeln. Vielen lieben Dank, Sophie, das freut mich auf jeden Fall sehr. Und sie fand das auch gut mit den Fähigkeiten, weil es halt auch einfach im Real Life so ist, dass je besser man in etwas wird, desto eher, ja, danke, nein, desto eher würde man ja sozusagen halt auch sich mit solchen Dingen halt beschäftigen, wie, keine Ahnung, halt etwas zu verbessern im Haus, ne? Zum Beispiel halt mit der Geschicklichkeit oder auch mit der Gartenarbeit. Sie hat ein Projekt mitgebracht, okay, meinetwegen. Müssen wir mal gucken, ob wir uns drum kümmern oder nicht. Wir melken dann mal die liebe Bertha. Wir müssen hier den Stall noch säubern. Eier einsammeln und Futter verstreuen. Und wenn Blümchen dann gleich wieder da ist, da liegt noch was rum, den können wir nämlich noch pflanzen. Dann können wir auf jeden Fall auch gucken, dass wir Blümchen nochmal etwas schenken. Oh, die Birnen da, die können wir auf jeden Fall mal ernten, weil die können wir bestimmt auch super gut essen. Sehr, sehr schön. Und sie stinkt. Mir geht. Ist wahrscheinlich ihre Periode. Das ist relatable. Very relatable. genau. So, dann hatte auch die Carina noch gesagt, dass sie halt mal sagen wollte, dass sie sehr froh ist, dass sie über meinen Kanal gestolpert ist. Ganz, ganz, ganz lieben Dank. Und dass es halt, ja, einfach was anderes ist, außergewöhnlich. Und das freut mich wirklich sehr. Und die Sandra hatte noch einen ganz, ganz langen Kommentar geschrieben. Erstmal nochmal ganz, ganz liebe Grüße an dich persönlich. Alles Liebe noch für dich. Habe ich dir natürlich auch sowieso unter den Kommentar geschrieben. Ich sollte auf jeden Fall mich besser mit der Bürgermeisterin anfreunden, um die Chancen bei den Wettbewerben zu erhöhen. Das finde ich sowieso eine gute Sache. Danke nochmal für den Tipp, weil das ist ja unsere Schwiegermutter in Spä, ne? Das heißt, es würde sich sowieso ganz schön lohnen, sich mit der guten alten Frau Chopra, keine Ahnung, wie man den Namen ausspricht, anzufreunden. So. Verdorbenes Essen aussortieren, das ist immer nicht so gut. Dann ist uns wieder irgendwas angegangen. Das finde ich nicht so geil. Wasser haben wir auch keins mehr. Ich lasse sie das da aber jetzt gerade erstmal noch alles machen. Wo ist denn sie hier dran? Okay. Gerade beim Ernten. Super. Super, super, super. Und das ist Ian, oder? Ian, hallo. Komm rein. Wir haben dich lange nicht gesehen. Das ist schön, dass du vorbeischaust. Ich gehe mal noch schnell Wasser sammeln. Damit wir hier nämlich auch irgendwie später wieder duschen können. So. Und dann können wir mal irgendwie noch versuchen, jetzt habe ich sie eben alle verkauft, ne? Wir müssen ja auch noch Pilze einmachen. Können wir irgendwas Schönes mit Ian gemeinsam kochen? Lasst uns mal gucken. Am Stab gegrillter Fisch. Oh mein Gott. Selbstversorger-Eintopf. Und das kostet sogar noch nicht mal was. Davon machen wir eine Partygröße. Auf geht's. Ah, sie ist sehr müde. Ist Ian wieder weg? Nee. Okay, warte. Hier, Schlafersatz. Haben wir doch noch, ne? So, jetzt schnacken die zwei hier eine Runde. Sie muss mal dringend noch pieseln gehen. Und dann packen wir hier nochmal ein paar Sachen wieder in den Kühlschrank. Die ganzen Pilze und so. Das ist halt auch einfach immer mega geil. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und die Eier auch noch. Und dann gucken wir mal, ob das nochmal funktioniert. Jetzt zusammenkochen mit Ian. Und zwar diesen mega geilen Selbstversorger-Eintopf. Klappt das jetzt? Du hast doch Hunger, Mädchen. Dann kocht ihr zwei doch zusammen jetzt mal, wie ich euch das gesagt habe. Irgendwie funktioniert das nicht so richtig.
Kann sie dann wenigstens alleine kochen? Vor allem, wieso können wir jetzt diesen Selbstversorger-Eintopf nicht mehr kochen? Finde ich ja voll doof. Da, da ist er. Okay, also vielleicht ist das auch gerade ein bisschen verbuggt. Wer bist denn du? Axel Breuer, was chillst denn du hier bei uns rum? Na egal. Und Gidri ist auch da. Gut, dann muss sie halt alleine kochen. Vielleicht ist da auch irgendwie was, was nicht so ganz funktioniert. So, können wir irgendwo zum Essen rufen? Zum Essen rufen. Ian, ich habe gekocht. Bist du weg? Nee, es ist Raoul da. Na toll. Dann hereinbitten und zum Essen rufen. Es läuft so richtig, Leute. Es läuft so richtig. Ganz ehrlich. Okay, er macht lieber eine Runde Sport, als dass er was isst. Aber okay, meinetwegen. Und Ian scheint einfach wieder gegangen zu sein. Ich habe es irgendwie nicht richtig mitgekriegt. Wieso? Ich habe dich doch eben auf Toilette geschickt, oder nicht? Und jetzt hat sie sich eingepinkelt. Dann wisch das mal direkt auf hier, bitte. So, Raoul scheint ja nicht wirklich viel Hunger zu haben. Wie schaut es jetzt bei ihr aus? Sie braucht jetzt nur noch Hygiene. Natürlich, das war ja mal wieder klar. Mit Raoul rum. Und ist schon wieder das Wasser aufgebraucht? Oh mein Gott. Das geht aber halt auch echt schnell mit dem Wasser, ne? Wir lassen die beiden nochmal hier auch eine Seance durchführen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, seit wir jetzt diesen Götzen da stehen haben, es läuft richtig gut, Leute. Es ist echt sehr entspannt geworden. Ich hoffe, dass das jetzt... Ja, war erfolgreich. Geil. Also jetzt scheint es irgendwie richtig gut zu laufen. Sie ist zwar tierisch sauer irgendwie. Oh mein Gott, es schneit. Der erste Winter kommt. Der Winter naht, Leute. Oh Gott. Okay, ich lasse sie jetzt trotzdem schlafen gehen, auch wenn sie nicht wirklich so extrem müde ist durch den Schlafersatz. Und würde sagen... An dieser Stelle, mit dem beginnenden Winter, werde ich den Part beenden. Wir sind super, super, super gut vorangekommen. Es ist mega geil, dass jetzt auf jeden Fall Temperance uns scheinbar in Ruhe lässt. Bonhilda war das erste Mal da. Wir werden uns auf jeden Fall mehr mit ihr anfreunden. Und dann müsst ihr mal vielleicht mir ein paar Tipps zu Bonhilda einfach in die Kommentare schreiben. Also ich habe noch nicht viel bisher mit ihr spielen können, auch noch privat jetzt sozusagen nicht, also off-camera. Das heißt, ich bin da sehr auf eure Tipps angewiesen und freue mich auf jeden Fall, wenn ihr mir dazu was in die Kommentare schreibt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Nicht vergessen, dem Video gerne ein Däumchen nach oben zu geben. Das hilft dem Algorithmus und mir natürlich dann ebenfalls. Und auch gerne den Kanal abonnieren, sofern ihr es nicht schon getan habt. Bis zum nächsten Mal. Ciao!